Leichte Frage, es ist nämlich Star Trek und zwar dann The Next Generation, also diejenigen mit Captain Jean-Luc Picard, das ist so mein absoluter Liebling. Die sind aber alle toll. Data, ja, der versucht Mensch zu werden. Riker, also das habe ich wahnsinnig gern auch zu Studienzeiten, wo das aktuell war, in den 90er Jahren geguckt. Kam er dann nach Captain Kirk. Und Captain Kirk ist auch witzig und auch die ganzen anderen Ableger, Voyager, Deep Space Nine, gucke ich mir auch an. Aber so das immer wieder anschauen und auch diese ganzen wissenschaftlichen Gags und auch wie es so menschelt, das hat mir wirklich Spaß gemacht mit The Next Generation. Lieblingsserie ist Star Trek. Alle Varianten von Original Series mit Mr. Spock und Captain Kirk über Picard und Janeway, Voyager, Archer, das volle Programm. Aber Science-Fiction-mäßig Star Wars ist auch schon eine coole Sache, schaue ich mir auch immer wieder gerne an. Okay, wenn ich das ganz ehrlich beantworte, ich gucke ganz viel mit meinem Sohn die Simpsons. Natürlich gucke ich gern Big Bang Theory, vor allem auf Englisch. Das ist aber sozusagen für einen Physiker, denke ich, das spricht den Englisch, einen Physiker einfach an. Lieblingsfilm. Ich habe ein Faible für James Bond Filme, weil es da so schnell zugeht und kracht und sich bewegt und immer was geboten ist. Lieblingsserie, Tadellöser und Wolf, stammt aus den 70er Jahren, kennt kein Mensch mehr, außer mir wahrscheinlich. Roman von Walter Kempowski. Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm. Das Versprechen von Margarete von Trotha. Das ist schwierig für jemanden, der seit Jahrzehnten keinen Fernseher besitzt. Aber davor, ja, da muss ich mich outen als ein kleiner Trekkie. Also diese ganzen Star Trek-Geschichten, ich habe alle Versionen gesehen von mit Deep Space Nine und sonst was. Und war eigentlich immer mit an Bord gedanklich, wenn es auf ferne Reisen ging in diese Weiten. Es hat mir immer fasziniert, diese Friedfertigkeit, diese oberste Direktive für die Kenner. Das hat irgendwie gepasst für mich. Das war eine runde Geschichte. Also das würde ich anführen als Lieblingsserie.